Ich bin der Karl-Heinz Warsch und ich bin Obmann der Freunde der Bergönzli-Orgel hier in Bludis. Kirche im Weihgau sind wirklich besonders alt, vor allem die kleinen Kirchen. Als Beispiel St. Winert mit dem berühmten Muttersberger Altar und mit seinen ganz außerordentlichen Glocken. Das Kirchlein Beschling hat einen Flügelaltar aus dem 14. Jahrhundert, der ziemlich einzigartig ist in Österreich, und auch eine alte Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert. Und St. Nikolaus in Bludesch hat schon ein Bestehen seit, man vermutet, dem 5. Jahrhundert nach Christus. Erstmals erwähnt wurde dieses Kirchlein um 842 und das Mittelschiff besteht tatsächlich noch aus dieser Zeit. Es ist also sicher kulturgeschichtlich eines der ältesten Kirchen im süddeutschen Raum. Ja, die St. Jakob-Kirche in Bludesch ist eigentlich das erste wirklich bedeutende Bauwerk der Barockbaukünstler aus dem Bregenzer Wald, dem Michael Beer, dem Älteren. Und das ist etwas, was sozusagen der Beginn einer Epoche war. Die Geschichte der Orgel, die jetzt eingebaut ist, die begann im Elsass. Und zwar hat dort ein Orgelbaumeister namens Josef Bergönzle eine Orgel auf seinen Karren gepackt und ist nach Vorarlberg gezogen. Er hat sich dann in Wallgau niedergelassen und hat hier verschiedene Orgel gebaut. Und die eine, die er mitgebracht hat, die hat er in diese Bludischer Kirche eingebaut. Bergönzle hat diese Orgel nicht selbst gebaut, sondern Merkmale lassen einfach stark darauf schließen, dass sie aus der Werkstatt des berühmten Orgelbauers Silbermann in Frankreich kommt und dass er sie einfach vor den Kriegswirren gerettet hat, um ein solches Meisterstück zu erhalten. Nun, wie schon erwähnt, diese Orgel wurde nicht für diese Kirche gebaut und trotzdem harmoniert sie sowohl vom Klang, von der Akustik her, als natürlich auch stilistisch ganz, ganz hervorragend mit dieser Kirche. Mein Name ist Bruno Oberhammer und ich bin der musikalische Leiter der Bludescher Konzerte seit deren Gründung 1970. Ein solches Instrument wie diese Silbermann-Bergönzl-Orgel in Bludesch, die völlig einmalig ist, würde im Bewusstsein der Menschen als etwas ganz Besonderes nicht verankert sein und bleiben, wenn man nicht diese Orgel sozusagen vor den Vorhang holen würde. Das heißt, wenn man auf ihr nicht Konzerte veranstalten würde. Im gottesdienstlichen Rahmen muss die Orgel dienen. Im Konzert darf sie herrschen. Der Organist ist der einzige Musiker, der seine Hände und seine Füße einsetzen muss, wie kein anderer Musiker das muss. Beispiel, wenn ich die Kunst der Fuge spiele, die dauert 90 Minuten, dann habe ich 1,5 Kilo mindestens weniger als vor dem Konzertbeginn. Man steht in einem gewaltigen Kosmos von Tönen, von Klängen, von Bewegungen, von Vorstellungen des Komponisten oder eigenen Vorstellungen beim Improvisieren. Man steht in einem gewaltigen Kosmos mittendrin. Es braucht eine gute Kirche mit einer guten Akustik, es braucht ein gutes Instrument und es braucht die menschliche Atmosphäre, die die Künstler eben Künstler sein lässt. Das war der Grund, wieso es diese Konzerte dann gegeben hat. Wir wünschen uns, dass wir dieses herrliche Instrument mit seinem wundervollen Klang in Kombination mit der ausgezeichneten Akustik dieser Kirche noch in vielen, vielen Konzerten vielen, vielen Musikliebhabern präsentieren können. Das wünschen wir uns noch viele, viele Jahre.